Heute ist Weihnachten und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Mega-Weihnachts-Parfüm-Unboxing. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt unbedingt mal dran. Bis gleich. Willkommen, frohe Weihnachten hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du selbst heute einschaltest oder vielleicht siehst du das auch ein paar Tage später, völlig egal. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass du einschaltest und wenn du zum ersten Mal hier bist, lass mir doch sehr gern jetzt ein Abo da, dann verpasst du keine Videos mehr von mir. Es ist schon wieder Weihnachten und ich freue mich wirklich. Also ihr seht es am 24. Ich filme es am 23. abends ab. Also ich stehe wirklich kurz vor Weihnachten. Ich würde es sonst natürlich einfach nicht schaffen, dass ihr dann am 24. dieses Video zur Verfügung habt. Ich habe wieder von euch Päckchen zugeschickt bekommen. Und ich habe bei Lataffa bestellt. Ich kann es einfach nicht lassen. Und ich habe also hier drei Pakete und ich laber gar nicht lange um den heißen Brei. Lehnt euch zurück, nehmt euch einen Tee, nehmt euch einen Glühwein, Kaffee, Punsch, Eierpunsch, was es alles da draußen gibt bei euch. Ja, was gibt es denn eigentlich heute bei euch so zum Trinken und zum Essen? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Ich bin noch so neugierig, wie ihr Weihnachten feiert. Aber jetzt legen wir sofort los mit dem ersten Paket. Das erste Paket kommt von der lieben Vera. Sie hat mir geschrieben, dass sie so ein, zwei Düfte hat, mit denen kommt sie nicht so klar und sie würde sie mir gerne schicken, damit ich sie vielleicht auch so ein bisschen bewerten kann oder einfach vielleicht, dass sie mir gefallen, wie auch immer. Hier ist das schöne Paket von der lieben Vera. Ich freue mich total. Sie hat mir auch eine schöne Weihnachtskarte dazu gepackt. Guckt mal. Und ich lese natürlich nicht vor, was sie geschrieben hat. Das mache ich natürlich nicht. Sie kann mit ganz besonders zwei Düften nicht so viel anfangen. Moment. Und das ist der Philos Centro. Ist der von, Moment. Philos Centro, ich blende euch mal ein, von wem der ist. Der müsste eigentlich von Art Alzafaran sein. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Es steht hier nirgends drauf. Ich blende es euch aber natürlich gleich mal ein. Es müsste eine Untergruppierung von Lataffa sein. Ich kenne ihn nicht. Ja, wir gucken einfach mal, was sich hinter dem Philos Centro verbirgt. Kennst du diesen Duft? Wenn ja, schreib mir mal rein, wie du den findest. So. Oh, das ist ein ganz frischer Duft. Erinnert mich sofort an Argento von Xershoff. Also, liebe Vera, wenn du den schon nicht magst, nicht erträgst oder einfach nicht mit dem kannst, dann kannst du dir schon mal den teuren Xershoff Argento sparen, weil der geht extrem in diese Richtung, extrem. Ich würde ihn sogar als Klon oder Dupe bezeichnen. Also, ganz ein frischer, schöner Duft. Mir gefällt er schon. Ich werde den natürlich testen. Ist hier heute eine First Impression. Flakon ist auch schon so ein bisschen Xershoff-mäßig von der Beflockung, von dem Lila. Also könnte ein Klon sein, ein klassischer Klon sein zu Argento von Xershoff. Gut, der nächste, den sie gesagt hat, kommt sie nicht mit klar, ist der Oud Noir Parfum Royal Pure Femme. Auch diese Marke steht hier nicht drauf. Auch die blende ich euch sehr, sehr, sehr gerne ein. Ich finde, der Flakon ist ja irgendwie cool. Ja, ich mag das mit so einer goldenen Kappe, so schwarz, so diese klaren Formen. Finde ich eigentlich richtig nice. Und wir gucken mal, was dieser Duft so kann, wie der so riecht. Oud Noir, ich stelle mir einen dunklen Holzduft vor. Oh ja, das ist ein orientalischer Duft, das ist ein holziger Duft, ich rieche kein Oud, ist kein klassischer Oud-Duft. Oh, der wird bis, oh, das ist schon so ein heftiger Duft, heftig orientalisch, aber ohne Rose, sehr holzig, süß. Ja, der könnte was sein, werde ich näher testen. Also auf den ersten Riecher finde ich ihn gut. Wie er sich natürlich auf der Haut entwickelt, wie er sich da so... Könnte so ein Serge Lothar Duft sein. Der hat so was Extravagantes irgendwie. Der hat so was Kantiges.
Ist aber trotzdem orientalisch, ist irgendwie schon gut zu tragen, aber hat irgendwie was, so ein bisschen was Extravagantes. Ah, ich werde den mal genauer testen und ihr wisst ja, Düfte tauchen immer wieder in meinen Videos auf und ich sage euch, wenn sie gut oder schlecht sind. Genau, was haben wir noch? Dann hat sie mir noch zwei Eklat-Düfte geschickt, die sie eigentlich schon mag, so irgendwie, aber die sie einfach zu selten nutzt. Und ich habe ja auch einige Eklats. Ich bin euch immer noch eine Dupe-Zwillings-Führung, Vorstellung schuldig. Das kommt auf jeden Fall im gleich ziemlich Anfang vom neuen Jahr. Wenn ich ihn dann mal aufkriegen würde. Moment. Also der hat sie auf jeden Fall sehr, sehr gut eingepackt, dass den Düften auch nichts geschieht. So, das ist die Nummer 422 und sie hat hinten auch so schön draufgeschrieben, was es sein soll. Es soll der Kirke von Tiziana Terenzi sein. Ich habe den Original Kirke nicht. Ich hatte tatsächlich nur Dupes, weil er mich nicht so flasht. Ja, ich rieche den oft bei jungen Kerlen tatsächlich. Heute zum Beispiel wieder dachte ich mir, ja, da trägt Kirke oder an irgendeinen Dupe davon. So. Ja, riecht ganz klassisch nach diesem Fruchtcocktail. Ja, ist was Sommerliches, ist was Fruchtiges. Man muss Fruchtbomben mögen. Also kommt dem Originalkirke sehr nahe. Ich hatte natürlich eine Abfüllung von dem Originalkirke. Also ich kann es natürlich schon beurteilen. Ich besaß ihn oder ich besitze ihn nur nicht im Original. Ja, wunderbar. Nehme ich auch sehr, sehr gerne. Danke, Vera. Und dann hat sie mir noch einen geschickt von Eclat, das ist die Nummer 261 und das soll Narciso Rodriguez der Poudre sein. Und den Poudre habe ich schon mal besessen und ihr seht mal die schöne Flüssigkeit. Also ich denke, der lagert schon ein bisschen bei der Vera und deswegen verspreche ich mir da jetzt auch wirklich einen runden, rundum rund gelungenen Duft. So, wir gucken. Eclat 261. Ja, riecht sehr, sehr, sehr ähnlich zu Poudre. Sehr intensiv. Ich glaube, der Original-Poudre ist ein bisschen fluffiger. Der hier riecht mir ein bisschen, als wäre es das Extra von Poudre, sage ich jetzt mal. Definitiv für mich so von Eclat auf jeden Fall ein Herbst-Winterduft. Sehr potent. Sehr voluminös, sehr voll dieser Duft. Oh ja, werde ich auf jeden Fall tragen. Ich mag solche Art von Düften. Vielen Dank, liebe Vera, für die vier schönen Düfte. Ich werde sie natürlich in Ehren halten. Ich werde sie testen. Ich werde euch sagen, wie sie sich entwickeln, welche gut sind, welche schlecht sind, vielleicht auch. Okay, dann starten wir doch gleich zum nächsten Paket. Wir haben noch so viel vor uns, Leute. Ich habe einen Duft geschenkt bekommen und zwar von meinem Mann. Ja, ich habe ihn natürlich selbst ausgesucht. Also er hat gleich gesagt, ich gebe dir hier ein Geld, kauf dir einen Duft. Und das habe ich gemacht. Und ich habe mich tatsächlich für einen relativ günstigen Duft entschieden, weil der mir so gefallen hat. Und ich spreche von dem Victress von Dedita von Tese. Wer hätte das gedacht? Es ist ein Celebrity-Duft und die hat jetzt hier drei neue rausgebracht. Es gibt diesen grünen, es gibt diesen ja so Rosé-Blush-mäßig und es müsste einen roten geben. Der rote ist sehr rosenlastig, den finde ich aber aufgesprüht, hat, wenn man Rosen liebt, sehr, sehr gut. Der andere, den hat mir eine liebe Zuschauerin als Abfüllung geschickt, der ist auch toll, wenn man Lippenstiftdüfte mag, wenn man so dieses alte klassische Puderdosen-Lippenstift-Phänomen liebt, dann schaut euch unbedingt den an. Aber wenn ihr mal was Außergewöhnliches, wirklich, also in meiner Nase, Außergewöhnliches riechen wollt, dann schaut euch den grünen an. Der Victress oder Vectress, ich muss nochmal gucken. Victress. Das ist eine ganz dunkelgrüne Flasche, finde ich sehr, sehr, sehr nice. Und das ist wirklich ein Duft, den ich so noch nie in der Drogerie gerochen habe. Auf jeden Fall noch nie. Selbst bei Designern nicht. Ich finde, das ist ein Duft, den man so auch nicht einfach findet.
Und ich habe den noch nicht lange, vielleicht 1,5 Wochen, und ich habe den schon so durchgetragen, Leute. Das ist Holz. Das ist also auf jeden Fall ein Unisex-Duft. Der ist nicht nur für Frauen, überhaupt nicht. Das ist ein richtiger Unisex-Duft. Der hat ganz viel Sandelholz. Der hat überhaupt so viel Hölzer. Der hat was Moschusartiges. Der hat was Erotisches auch, ja. Der hat was richtig Anziehendes. Der hat was Subtiles. Und der hebt sich ab von allen Düften, die ich hier so besitze. Und ich suche ja natürlich immer auch mal so Düfte, die ich einfach noch nicht schon zum 14. Mal so ähnlich rumstehen habe. Und das ist einer davon. Also Holz, 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 weich, fluffig, umhüllend, hat was von Haut, ist was Erotisches, ist was, was lange an mir hält, aber keine Riesensillage hat. Also ist es wirklich, manche vergleichen ihn auch wohl mit Erotik. Der Dieter von Tese Duft, den sie mal vor ein paar Jahren rausgebracht hat, den kenne ich leider nicht. Aber viele vergleichen ihn mit diesem Erotik, nur dass er noch besser geworden ist, beziehungsweise tragbarer, bessere Umsetzung. Also ich muss auch sagen, ich finde ihn sehr, sehr, sehr besonders. Also wenn du jetzt nach den Feiertagen mal Zeit hast, den gibt es ja überall beim Rossmann, Müller, DM, überall gibt es den, dann sprüh dir den Grün mal auf und geh mal mit dem heim. Der entwickelt sich auch erst mit der Zeit so richtig schön. Also ich bin richtig, also richtig Fan dieses Duftes momentan. Ich trage den, ich habe den jetzt wirklich schon gut oft getragen. Eins. Oh. Ja, dann kommen wir zu meiner Latafa-Bestellung, Leute. Guck mal, man bekam jetzt so eine Tasche mit dazu geschenkt. Ich packe euch natürlich alles raus, dass ihr das besser sehen könnt. Und ich habe Blindkäufe wieder bestellt. Also ich weiß wieder nicht, was uns erwartet. Guck mal, das gab es irgendwie Weihnachten dazu. So eine schöne, hochwertige Tasche von Nish Emirati. Und ja, kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Dann haben sie mir noch ein paar Sachen geschenkt. Zum Beispiel einen Raumspray, ein Air Freshener. Und ich möchte sagen, ja, Latafa immer bedacht auf zierlich, auf klein. Ja, nicht. Also das ist mal so ein Brummer. Ja, der passt hier kaum in mein Bad. I Am White, das ist ein... Soll ähnlich sein wie Tiziana Terenzis Kirke oder wie Xershoff. Fällt mir jetzt nicht ein, du weißt, welchen ich meine, ich blende es ein. Ja, total fruchtig. Also in meinem Klo wird es jetzt dann zukünftig nach Fruchtkorb riechen. Dankeschön, Latafa. Dann hat mir Latafa noch einen Parfüm Body Spray geschickt, auch sehr dezent natürlich, wie immer, nicht mit Gold und pompös, und das ist auch irgendwie, wie viel ist denn da drin? Ich kann es gar nicht lesen. 200 Milliliter. Und das ist der Pure Musk. Den besitze ich ja nicht im Original, deswegen habe ich mich da auch besonders gefreut. Und das ist so, ja, Pure Musk, ich denke mal, sehr moschuslastig. Ja, das ist so ein Moschus, kein frisch gewaschener Moschus, sondern eher ein weißer Moschus, aber nicht so waschmittelig. Also wenn du noch einen weißen Moschusduft suchst, dann könnte der Pure Musk vielleicht was für dich sein. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nur diesen Body Spray, aber das kann man auch so schön nach dem Duschen. Ja, das kann man sich so schön nach dem Duschen aufsprühen irgendwie. Also das waren jetzt mal die drei Geschenke, die ich von Latafa bekommen habe. Das war jetzt, glaube ich, diese Weihnachtsaktion. Das müsste wahrscheinlich jeder bekommen haben. Was haben wir denn hier? Ich zeige euch gleich mal, auf was ich mich auf meiste freue. Der Hamra, der neue Kova. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Es ist auf jeden Fall der neue Hamra. Der soll ja irgendwie mit Kaffee sein. Der soll ja so ein bisschen, da bin ich jetzt schon mega gespannt. Auf den warten wir noch, weil ich glaube, dass der ziemlich arg projiziert, und ich würde den eher gerne am Schluss testen, damit ich noch ein bisschen Nase über habe.
Dann haben so viele gesagt, Mel, probier doch mal das Vintage Radio. Und ich dachte mir, oh, der Flakon ist... Also viele lieben diesen Flakon. Ich finde den ja schlimm für ein Parfum. Ich finde den schlimm, aber das ist reine Geschmackssache. Dann hat La Traffa aber eine... Ja, hat den in 10 Milliliter gerade angeboten, beziehungsweise es gab ihn tatsächlich nur noch in 10 Milliliter. Der scheint sehr beliebt zu sein, aber ich finde diese 10 Milliliter Box so nice. Guckt mal. Und hier zum Aufschieben. Das ganze Teil hat mich 9,99 Euro oder so gekostet. Also La Traffa wieder mal unschlagbar. Hier mit Stofflasche und also, pssst. Kann man nichts sagen. Der Flakon ist ganz einfach gehalten, was mir durchaus recht ist. Und der, den habe ich nämlich schon getestet, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ihr kennt mich ja und den finde ich richtig gut, Leute. Oh, gut, dass ihr mir den empfohlen habt. Ich sprühe den jetzt. Ja, doch, ich sprühe ihn, komm, ist egal. Sehr schön. Riecht sehr nischig. Soll ein Dupe sein zu Inizio oder viele sagen, er riecht ähnlich dem Inizio. Mir fallen heute keine Namen ein. Ich habe es heute irgendwie nicht im Kopf. Kennt ihr das? So einen Tag vor Weihnachten, wenn man so richtig gestresst ist. Also ich bin es zumindest mit Einkaufen, mit Baumschmücken, mit noch Geschenke verpacken, haben wir alles. Also ich irgendwie fallen mir heute die Namen nicht ein. Seid mir bitte nicht... Paragon Inizio. Und den Paragon habe ich zuletzt gerochen im Sommer in der Parfümerie und ich fand den auch wirklich sehr schön. Das ist ein sehr schöner Pflaume-Duft. Pflaume, süß, holzig. Den kann man ganz schwierig beschreiben, finde ich. Und ich muss sagen, der Vintage Radio hat wirklich genau diese Noten. Der hat auch irgendwie ein bisschen Tuberose am Anfang, die sich aber komplett verzieht dann wieder. Schon was Würziges, was Blumiges. Ich finde ihn relativ feminin. Er ist auf jeden Fall unisex. Ich sehe ihn aber tendenziell eher an einer Frau. Zumindest so die erste Stunde ist er schon süß, wird aber dann immer cremiger und ja, pflaumiger. Und da ist auch so Salbei drin. Dieser Salbei ist auch so, so, so deutlich zu riechen. Also es ist im Endeffekt ein Salbei, Pflaumen, süß. Wirklich sehr, sehr, sehr schöner Duft. Den werde ich auf jeden Fall viel tragen und den werdet ihr bestimmt noch mal sehr viel ausführlicher in einer meiner nächsten La Traffa Reviews sehen, weil wie gesagt, hier nur First Impression, ich habe ihn jetzt einmal probiert und jetzt gerade das zweite Mal, da kann ich einfach zu wenig über Düfte sagen. Das ist einfach nur so eine First Impression. So, dann neue Düfte aus Niche Emirati. Niche Emirati. Auch hier, diese Tasche ist von Niche Emirati, ist so eine Unterfirma von La Traffa, die hochwertigere Düfte herstellen, also noch hochwertiger, noch nischiger. La Traffa ist ja eine Nischenmarke, aber Niche Emirati stellt nochmal so einen Hauch nischigere Düfte her. Und da habe ich ja diesen Antique, den ich immer noch sehr feiere übrigens. Also der Antique, der, ich bin sehr dankbar, dass ich mir den gekauft habe. Und jetzt habe ich mir mal das Vintage Castle von Niche Emirati gekauft, auch in der kleinen Ausführung. Das sind immer 20 Milliliter. War das Vintage Radio jetzt auch 20 Milliliter? Ja, 20 Milliliter kosten dann immer 10 Euro. Auch hier bei Niche Emirati 20 Milliliter 10 Euro. Und jetzt guckt doch mal, was da drin ist. Da habe ich den Flakon und ich habe sogar noch einen wunderschönen Parfumzerstäuber, den ich mir selber befüllen kann. Und zwar hier mit so einem Verschluss. Also ich kann den auf den Duft drauf machen, also Kappe runter drauf machen und dann füllt sich dieses Flakönchen und ich habe immer so meinen Duft dabei. Finde ich richtig nice. Vielen Dank, dass also La Traffa sich da einfach so viel einfallen lässt. Und der Vintage Castle. Da bin ich auch froh, mir den in klein gekauft zu haben. Das ist ein Heavy Patchouli Duft. Suchst du? Boah. Boah.
suchst du einen Heavy Patchouli Duft, der am Anfang grün ist, der aber so die volle Bandbreite des Patchoulis hat. Patchouli Kraut, Patchouli in Verbrennung, Patchouli, also das ist wirklich ein erdiger, durchaus schmutziger Duft, der hat was sehr edgy, der ist sehr edgy. Der wird nicht jedem gefallen. Ich finde ihn unisex, aber definitiv sehr viel maskuliner. Der hat so viel Patchouli, dass es schon fast so in eine Anis-Richtung geht. So ganz, ganz komprimiertes Anis kommt mir schon fast drüber. Also riecht sehr nischig, sehr edgy. Muss man unbedingt testen, ist kein Blindkauf, außer man liebt Patchouli über alles, dann kannst du dir den blind kaufen. Ansonsten werde ich mit diesem 20 Milliliter sehr, sehr lange auskommen, weil der sehr potent ist und sehr Patchouli-lastig ist. Und auch den muss ich noch viel, viel, viel mehr testen, dass ich euch mehr über den sagen kann. Der Vintage Castle von Niche Emirati. Genau, wenn du den kennst oder den Vintage Radio, dann schreib mir das unbedingt mal unten in die Kommentare, wie du die findest. Würde mich mal total interessieren. So, weiter geht's. Wir machen gleich weiter mit dem Berlinetta. Das ist der erste Dupe, den ich hier kaufe, also bewusst einen Dupe, einen Duftzwilling kaufe. Latafa ist für mich absolut kein Dupehaus, immer wieder meine Rede, sondern Latafa lehnt sich manchmal an berühmte Düfte, bringt aber immer so die eigene Note mit rein und das ist Meso Alhambra, wieder eine Unterfirma von Latafa, die wirklich auch Klone herstellen. Also das muss man jetzt sagen, sind natürlich legal, weil sie nicht irgendwie, es sind keine Raubkopien oder so, sondern sind einfach Duftzwillinge, die dem Original sehr ähnlich sein sollen. Hier habe ich mich für Berlinetta entschieden. Berlinetta soll bei Byredo Bibliothek entsprechen. Ich habe keine Ahnung. Ich fand nur einfach die Aufmachung cool. Dieser Duft hat mich, glaube ich, 13 Euro gekostet bei latafa.de. Viele fragen mich auch, wo ich meine Düfte bestelle. Ich bestelle die Latafa tatsächlich meistens bei Amazon, weil sie da nicht unbedingt teurer sind, weil da kein Versand dabei ist. Bei Latafa selber sind sie oft günstiger, muss man aber wieder 4,50 Euro Versand bezahlen, das bleibt sich oft gleich. Wenn ich natürlich weiß, ich bestelle mehr, bestelle ich sie oft bei Latafa selber. Latafa selber hat aber oft auch nicht alle Düfte, also ich bestelle bei Amazon und bestelle bei Latafa. Verlinken tue ich euch aber meistens die Dinge bei Amazon. So, wir reißen die Folie mal runter. Okay, sorry. Ja, ich werde das gleich wieder reparieren. So, so sieht das gute Stück aus. Also er hat schon was von Byredo. Man merkt schon, wem man da jetzt, wo die Reise hingehen soll. Also das ist jetzt Berlinetta. Gefällt mir eigentlich. Ja, ist okay. Und ich bin gespannt. Ich kenne den Bibliothek nicht. Ich hätte den immer gerne mal schon mal gerochen. Ich kam irgendwie noch nicht dazu, den mal zu testen. Sitzt mein Mikro noch? Ja. Und jetzt bin ich umso gespannter auf Berlinetta. Oh, der Sprüher, Leute. Wow, ich liebe, da bin ich ein Opfer. Ich bin ein Sprüheropfer. Okay, den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich habe mir den holziger vorgestellt. Ich habe mir den eigentlich so... Also, der ist ja voll fruchtig. Oh, der ist aber schön. Das ist wieder eine Pflaume, vielleicht mit Pfirsich. Ja, Pfirsich. Nicht unbedingt künstlich, eher Pfirsich... Eistee auch nicht. Oh, der entwickelt sich erst noch. Also den habe ich mir, Bibliothek stelle ich mir ja vor, wie von, wo habe ich ihn, Replika? Whispers in the Library, wenn du den kennst, das ist ja für mich so ein klassischer Bibliothekenduft, der wirklich so nach alten Büchern riecht, so nach so einer alten Bibliothek. Das tut der hier nicht. Der startet mir hier sehr fruchtig, den muss ich unbedingt noch näher testen, kann ich noch viel, viel, viel zu wenig dazu sagen. Wir machen gleich weiter. Das ist Al-Afsaf, Latafa Al-Afsaf.
Ich habe den einfach auf gut Glück mitbestellt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie dieser Duft riecht, was der sein soll. Ich liebe sowas ja. Einfach mal drauf losbestellen, gucken, gefällt der mir, gefällt der mir nicht. Kann man den vielleicht layern? Ja, auch das ist nicht normal, Leute. Du musst es nicht nachmachen. Ich mache das schon für euch. Das muss reichen. Genau. Oh ja. So sieht der aus. Naja, ist jetzt nicht die schönste, ist jetzt nicht der schönste Flakon von Latafa, aber auch nicht der hässlichste. Da haben wir schon ganz andere gesehen. Und ich habe keinen blassen Schimmer, was du bist. Pff, ist irgendwie sehr goldig, die Flüssigkeit auch sehr gelb. Könnte irgendwie vielleicht mit Honig sein, könnte holzig riechen, könnte süß riechen. Al-Afsaf. Okay, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wow, der riecht sehr medizinisch. Der riecht sehr der ist ja Gewürzbombe. Zimt, Anis. Oh, das ist eine richtig heftige Weihnachtsgewürzbombe. Passt also quasi dann morgen für den Heiligen Abend, aber ich muss den erst noch genauer testen. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was ich morgen am Heiligabend tragen soll, also heute für euch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so hin und her gerissen. Ich weiß überhaupt nicht, welchen Duft ich tragen soll. Aber es soll ja auch noch größere Probleme auf dieser Welt geben. Also einmal dahingestellt. Ja, der entwickelt sich richtig zu so einem ultra würzigen Weihnachtsduft. Das muss ich näher beobachten. Es riecht anders, als er aussieht. Gut, dann kommen wir mal jetzt hier mal weg, dass wir uns noch mal auskennen, auf den ich jetzt mich am meisten freue. Dieser neue Khamra. Khamra Kava. Kava? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wird sehr kontrovers diskutiert, ob man denn wirklich beide Khamras braucht. Das weiß ich noch nicht. So, Aufmachung. Ähnlich wie bei dem normalen Khamra. Der normale Khamra ist schwarz, der hier ist braun. So, dann gucken wir mal das gute Schätzchen. Immer wenn ich meine Khamras öffne, beim letzten ist auch schon so, liegt der Flakon schief drin. Das muss wohl bei mir so sein. Ja, die Aufmachung, Leute, ist einfach cool. Machten sie richtig gut. Der Flakon gefällt mir. Das ist, scheint eine gelbe Flüssigkeit zu sein. Der Farbverlauf wird unten hin dunkler. Aber so wie es ausschaut, ja, es ist das Glas. Ja? Also das Glas wird dunkler. Wir haben hier wieder dieses klassische Glas, das wir von Khamra schon kennen. Und jetzt mittlerweile kann ich ihn auch öffnen. Ja? Bei diesen Khamra-Gläsern muss man einmal so ein Klack rüberdrehen, ja, dann geht das wunderbar. Genau, ich bin jetzt mega gespannt, wirklich. Da bin ich jetzt, da warte ich ja schon so lange auf den. Das ist Khamra ohne Bratapfel, aber dafür mit Kaffee. Oh, hat der eine Milchkaffeenote. Das ist eine richtig... Oh. Oh. Also der ist für Kaffeeliebhaber. Also ich habe auch gelesen, manche riechen den Kaffee nicht. Wie bitte? Also das ist für mich eine Kaffeebombe. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die Kaffeenote bleibt. Das ist für mich so ein Cappuccino mit Zucker. Der hat die Khamra-DNA, dieser Bratapfel, dieses Gourmandige des Bratapfels. Ich meine, Kaffee ist ja auch Gourmand. Also ich meine jetzt wirklich, dieses Bratapfelige fehlt mir hier komplett. Dafür habe ich dieses tiefe, Kaffeelastige. Boah, ich finde den schön. Ich finde den schön. Und ich finde den ehrlich gesagt wenig ähnlich zu Khamra. Man merkt nur dieselbe DNA, aber gut, das kann sich jetzt natürlich noch angleichen, die nächste Stunde. Ich werde auf jeden Fall mal den Test wagen und drehe euch da auch ein Video ab, wie beide sich verhalten, wie beide zueinander stehen. Aber ich muss sagen, oh, der gefällt mir. Ich mag dieses Kaffeelastige, dieses Cappuccino-Milchmäßige. Also
Wow, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Werde ich euch auf jeden Fall wieder vorstellen. Und jetzt endlich komme ich zum Paket von der Julia, die mir dieses schöne Paket geschickt hat. Und in diesem Paket stand, das hat sie mir vor 1,5, 2 Wochen oder so geschickt, ich weiß es gar nicht ganz genau auf den Tag, bitte erst an Weihnachten öffnen. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Das ist jetzt ein Tag vor Weihnachten. Ich hoffe, dass es für dich okay ist, liebe Julia, dass ich das jetzt heute mit euch zusammen auspacke. Und es ist einen Tag vor Weihnachten. Aber es ist schon der 23. abends um 22 Uhr. Also es ist fast Weihnachten. Aber ich wollte das jetzt abdrehen, damit ihr es morgen gleich sehen könnt. Und ich habe natürlich schon gesehen, was oben liegt. Sie hat mir zum Beispiel hier eine schöne Pflanzenölseife reingemacht von Altera. Lavendel, entspannender Duft. Kann man ja immer gebrauchen. Ich liebe Seifen. Ich stelle teilweise auch Seifen selber her. Und ich nutze tatsächlich in der Dusche sehr gerne vorm Duschgel erstmal eine Seife. Schöne Lavendelseife. Ganz toll. Also ich nutze gern zum Peelen oder so erstmal eine Seife und dann oft noch ein Duschgel oder ein Duschöl. Nicht immer, aber so, na, mache ich schon bestimmt bei jedem zweiten Mal duschen. Also freue ich mich schon mal sehr. Vielen Dank. Dann hat sie mir hier eine Blüte reingemacht. Ich denke, das ist eine Peelingblüte. Kennt ihr das? Das ist wie so ein Schwamm. Ich glaube, das ist zum Duschen. Da bin ich jetzt schon richtig. Oder, liebe Julia, wenn du das hier siehst, ich bin schon richtig, dass man das zum Duschen hernimmt, hoffe ich jetzt mal. Auch sehr, sehr nice. Was haben wir hier? Weihnachtsseife. Oh, guckt mal. Oh. Oh, die riecht super. Oh, Leute, ich kann die jetzt nicht rausnehmen. Die hat hier ein bisschen geschwitzt. Die ist hier ein bisschen feucht. Ich kann die jetzt leider nicht rausnehmen. Aber die riecht sowas von gut. Boah, nussig, zimtig. Köstlich. Ah, oh, da freue ich mich schon. Weihnachtsseife. Thank you for being a key part of our lives. So süß, guckt mal. Ah, so schön. Was haben wir hier denn noch drinnen? Das fühlt sich weich an. Wir machen das mal zusammen auf. Oh, was ist das? Ein Luxury Shower Creme Gel Mulberry in Mistletoe Limited Edition. Guckt mal, wie schön. Kennt ihr diese Firma? Ich kenne sie leider nicht. Ist auch versiegelt. Aber ich muss das aufmachen, seid mir nicht böse. Ich nutze das dann auch gleich, ja. Bei mir steht das dann auch nicht ewig rum, sondern wenn ich so neue Sachen habe, dann werde ich die gleich nutzen, wenn ich es denn aufkriegen würde. Riecht super. Riecht super schön. Das ist bärig und irgendwie krautig. Sehr, sehr, sehr angenehm. Ah, freue ich mich schon, das zu benutzen. Ich zeige es euch nochmal. Ich weiß nicht, kennt ihr die Firma? Kennt ihr dieses Duschgel? Schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Da sind noch so viele kleine Sachen drin. Oh, ich liebe es. Das sieht mir hier nach einer kleinen Creme aus. Nach einer Handcreme. Oh, ich glaube von derselben Firma. Wie heißt denn die Firma überhaupt? Baileys in Harding. The Fuzzy Duck Frosted Cranberry Moisturizing Handcreme. Oh, guckt mal, wie süß die aussieht. Voll schön. Auch die ist wieder versiegelt natürlich. Was ist denn das? Ach, Cranberry. Riecht aber auch wirklich sehr nach Cranberry. Ah, ich glaube, die packe ich mir gleich mal in die Handtasche für morgen an Weihnachten. Ja, schön. Dann haben wir hier, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe echt keine. Oh, was ist das?
Guckt euch bitte diesen schönen Teller an. Guck mal, oh, das ist ja wunderschön hier mit so, sieht aus, wie wenn da so Blattgold drauf liegen würde. Voll, voll, voll schön. Und dazu so ein Schlüsselanhänger, so ein Herz-Schlüsselanhänger. Auch voll schön. Wow, sieht wirklich richtig, richtig schick aus. Sowas gefällt mir richtig gut. Da kann man sich jetzt voll schön so zum Beispiel das ins Bad stellen. Ja, richtig, richtig nice. Oh, danke schön. Für mich ist wirklich irgendwie jetzt voll Weihnachten. Dann haben wir hier noch ein Paket. Da sind schon mal zwei Tees drauf. Einmal Wellbeing, Wohlfühltee, Forever Young. Ja, genau. Und der andere ist Bio, ayurvedischer Tee, Zimt, Kardamom, Wacholder. Oh, Wacholder, da bin ich gespannt. Ich liebe ja Tee. Total, also werde ich mir bestimmt heute Abend noch einen davon gönnen. Und dann gucken wir doch noch, was in diesem Paket drin ist. Hey, was ist das? Das ist ein Duft. Musk Maser Musser. Kennt den jemand? Guck mal. Kennt ihr den? Ich kenne den nicht. Hab noch nie davon gehört. Wow. Sieht cool aus. Wir machen den jetzt einfach mal auf. So tolle Geschenke, echt, liebe Julia, wirklich Wahnsinn. Okay, wow, sieht der schön aus. Also auch wenn er mir jetzt nicht gefällt, aber weiß ich ja noch nicht, aber wenn das so sein sollte, ey, ich finde die Flasche geil. Das ist so ein Stil, den ich eigentlich mag. So dieses Flaschengrüne oder hier so dieses Grüne, einfache, hier mit so einem kleinen Ornament. Also das kann man, da kann man mich wirklich haben. Dann ist hier auch noch ein Zettelchen mit dabei, was es hier alles gibt. Art Al-Zafaran müsste das sein. Das müsste Art Al-Zafaran sein. Zumindest steht es in diesen Heftchen drin. Ich bin so ein bisschen überfragt, ihr merkt es schon. Art Al-Zafaran, Tatsache. Tatsache, Art Al-Zafaran. So, dann gucken wir mal, was das für ein Duft ist. Ich denke, es ist ein Muskatduft. Okay. Der ist viel leichter, als ich erwartet habe. Den muss ich googeln. Moment. Ich habe jetzt echt mal gegoogelt. Soll starten mit Bergamotte und Pflaume, in der Mittelnote holzige Noten, Rose, Jasmin, weiße Blumen, in der Basis Oud, Zedernholz, Sandelholz, Moschus, Amber und Vanille. Ich kann den noch gar nicht einordnen. Das ist ein Duft, nachdem ich jetzt schon wieder so viel durchgetestet habe, den ich wirklich noch gar nicht einordnen kann. Ich muss mir da unbedingt Zeit nehmen und ich zeige euch die wieder. Ich werde demnächst dann extra mal ein Video machen. Was ist geworden aus? Also wirklich Düfte, die ich so schnell getestet habe. Und dann wirklich euch nochmal genauer erzählen, was mache ich mittlerweile damit, wie finde ich die, was ist gut, was trage ich nie, was trage ich oft. Und ich glaube, da gehört der auch dazu, weil ich muss den auf der Haut testen. Ich kann da noch viel zu wenig sagen. Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut über alle Pakete, die ich dieses Jahr zugeschickt bekommen habe. Ich liebe euch auch, wenn ihr mir nichts schenkt. Das ist mir ganz wichtig. Ja? Ihr macht mir schon eine Riesenfreude mit einem Abo, mit einem Like, mit einem schönen Kommentar. Ich freue mich trotzdem über Geschenke. Wer tut das nicht? Aber trotzdem, ihr müsst es nicht machen. Und ich kann nur immer wieder sagen, danke, wirklich danke für dieses wunderbare Jahr mit euch. Wir hatten so eine coole Zeit, finde ich. Wir haben coole Düfte entdeckt. Wir haben einfach viel zusammen getestet. Und das werden wir auch 2024 machen, so Gott will. Machen wir das so lange, wie es geht. Und ja, total schön. Ich wünsche euch jetzt von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Macht es euch schön, genießt die Zeit, nehmt den Stress ein bisschen raus und wenn du jetzt noch mehr Bock auf Parfum-Content hast, wird dir links und rechts jeweils ein Video eingeblendet. Wenn nicht, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss, frohe Weihnachten und bis bald, deine Mel.